Schönen guten Tag, Sir. Ja, wir sind heute wieder in Most Wanted und werden Razor mal wieder besiegen nach einer Ewigkeit. Und diesmal ist aber was anders und zwar ist hier sehr viel Verkehr und wir schauen mal, wie sich das Ganze spielt mit Verkehr, der gefühlt nicht mehr aufhört zu spawnen. Also die Straßen sind ziemlich krass gefüllt, nichts im Vergleich zum Original, also das sind wirklich so viele Autos und LKWs vor allem, dass da teilweise sogar Staus sind. Und ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So, da sind wir auch schon in Most Wanted in der Redux-Version. Und wir werden jetzt Razor mal wieder besuchen. Wir nehmen die Viper von JV, Blacklist-Fahrer 4. Den können wir, ne, warte mal. Das war der gute Herr hier. Und die ist auf Junkman getuned. Also die hat alle Stufe 3 Teile plus Junkman Teile drin, weil ich einfach mal schauen wollte, wie die sich fährt. So habe ich noch nie ausprobiert, wenn da Junkman Teile drin sind. Und hier ist auch die Razzoline. Und ja, wie ich bereits erwähnte, haben wir hier viel mehr Verkehr. Worauf wir achten müssen, ist aber auch, das sollte eigentlich nicht passieren, aber wir dürfen auf gar keinen Fall in eine Verfolgungsjagd geraten, was in den Rennen eigentlich nicht passieren dürfte, weil da die Polizei normalerweise deaktiviert war für, weil auch da habe ich andere Einstellungen und ja, das könnte dann nochmal eine extra Challenge sein für ein anderes Video, weil die loszuwerden ist heftig. Da spawnen die ganze Zeit an die 50 Fahrzeuge. Ich könnte das sogar auch noch auf 200 irgendwas erhöhen. Aber das ist dann Totaleskalation. Da gab es schon mal ein Video zu. Und ja, schauen wir mal. Speedtrap als erstes. Und hoffen wir mal, dass das Spiel nicht abstürzt. Sollte eigentlich nicht. Ich habe das extra nochmal ein bisschen anders eingestellt. Und da ist er. Are you ready? Ah, schade, kein perfekter Start, aber egal. Okay, die geht schon mal nicht so ganz gestört nach vorne wie in Carbon. Da ist die Viper ja komplett gestört. Und ihr seht hier, ist auf jeden Fall viel mehr Verkehr. Lul, da ist schon was gedespawnt. Da ist wohl irgendwas gecrashed. 308. Und da war schon wieder was am Fliegen. Habt ihr das gesehen? Hä? Aua! Mann! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hier auf der Autobahn ist natürlich jetzt richtig Action. Oh Mann. Ja, Razor kommt gar nicht klar da hinten, obwohl der sogar mehr Tempo rausgehauen hat als wir. Ich warte kurz mal auf den. Ich habe nämlich Angst, dass der dann durch ungespawnten Verkehr fährt. Beziehungsweise bei ihm ist halt kein Verkehr. Und dann haben wir ein Problem, weil er kann Vollspeed durch die Speedtraps und wir nicht. Ja, oh, scheiße. Wenn das mal nicht nach hinten los... Hat der die Speedtrap überhaupt gezählt? Das ist jetzt ein bisschen eigenartig. Mal gucken bei der nächsten. Hatte ich bei der ersten nicht schon 308 drauf? Jetzt hat das gezählt. Wenn er so weit hinten ist, kann das nämlich sein. Aua, aua, hallo Feuerwehr. Dass der... Meine Herren! Mit... was wollte ich sagen? Dass er mit Rubberband durch die Zone fährt. Was er auch gerade macht. Wie man sieht, überhaupt nicht geil. Ich glaube, das müssen wir schon neu starten, ja. Ich habe aber auch gerade Pech. Oh mein Gott. Ah, das können wir vergessen. Keine Ahnung, der hat jetzt schon 400 km Vorsprung gehabt. Ja. Ist halt, weil bei ihm kein Verkehr am Start ist. Aber bei uns dafür umso mehr. Wenn er zu weit zurückfällt, kann er da halt durch die Speedtrap ballern, wie er Bock hat. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Deswegen müssen wir mal gucken. Jetzt ist er langsam mal durch. Über 100 km weniger. Das erinnert mich an diese No-Hazy-Mod einfach, ne? Bei Assetto Corsa. So geil. Leider ist mein Rechner da nicht mehr ganz so frisch für. Sonst würde ich das auch mal bringen. Aber wenn ich irgendwann mal einen neuen Rechner habe.
lässt sich das vielleicht machen. Die bilden sich schon Staus, wenn du länger wartest. Ist ein Razer. Hey, Razer! Oh, nein! Das liegt wahrscheinlich daran. Ja, ich glaube, da spawnt einfach zu viel Verkehr, wenn ich zu lange an einer Stelle bin. Oh, das kann ja was werden. Weil beim Test bin ich einfach durchgeballert. Ja, keine Ahnung. Müssen wir versuchen, Razer so zu besiegen. Wir müssen einfach gut durch die Speedtraps dann kommen. Dass nicht zu viel Verkehr auf einmal spawnen kann. Oder ich muss den Verkehr doch ein bisschen runterschrauben. Im Moment habe ich ihn auf Maximum, was spawnen könnte. Wenn ich den halbiere, ja gut. Dann macht die Challenge aber auch nur halb so viel Spaß. Perfekter Launch auf die Mikro-Millisekunde. Na, probieren wir es mal. Dann muss ich mich hier irgendwie durchprügeln. Alter. Wenn ich nehme einfach Porsche Carrera GT oder so, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der richtig Bums unter der Haube hat. Oh mein Gott. Oh Leute. Alter. Oh. Ah. 255. Aua. Komm schon, weg hier. Ich glaube, der hat bei dem Speedtrap da... Nee, das ist echt problematisch, ne? Alter. Einfach das schlimmste Event hier. Weil der da einfach ungestört durchfahren kann mit seinem Aufholmodus. Er ist nicht weit hinter uns. Was ich machen könnte, wäre mal einen LKW querstellen oder so. Vielleicht crasht er dann da rein. Aber ich weiß halt nicht. Hat so pfff gemacht, weil ich kein Nitro mehr habe. Noch liegen wir vorne. Ganz ehrlich, die Viper kommt mir ein bisschen schwach vor. Die hat mal gar keinen Bock auf Junkman-Parts, habe ich das Gefühl. 300 km/h hinter uns noch. Ah, jetzt sind es 120. Oh Mann. Also ist schon wild, der mit so viel Verkehr. Ist halt das Problem, weil, naja, der... Der Typ hat zwar ein bisschen an Memory gespeichert, sei schon. Bastelt hier, ne? Jetzt spielt er ja so seine eigene Memory, ne? Speicher, Zwischenspeicher, Arbeitsspeicher, whatever. Aber die Engine ist halt alt, ne? Da muss man schon aufpassen. Wenn halt zu viel los ist. Man kann halt auch rumfuschen damit, dass gewisse. Dass die Autos schneller despawnen, wenn die gecrashed wurden oder so. Habe ich zum Beispiel bei der Polizei so eingestellt, dass da nicht irgendwie 200 Wracks stehen bleiben können. Und wir haben das erste Rennen geschafft. Ja, nice. Oh, guck mal, ey, wie das Feuer da aus den Seiten rauspölt bei dem Wagen. Schön, schön. So, hoffen wir mal. So, beim Drag-Rennen sollte eigentlich alles normal sein. Warum ist das so? Drag-Rennen hatten immer geskripteten Verkehr. Das bedeutet, der Verkehr ist immer, egal wie oft du das spielst, an derselben Stelle. Deswegen sollte hier eigentlich jetzt nichts Ungewöhnliches passieren, außer natürlich sein Rubberband da. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Razer mit Rubberband unterwegs ist hier. Ja. Ah! Ups. Ja, da, ja. Und sie starben im Gefecht. Upsala, das war ein bisschen zu aggro von mir. Da hat die Viper zugebissen. Ganz ehrlich, als ich das mit dem Evo vorhin getestet habe, ich glaube sogar der ist schneller, ey. Irgendwas ist mit der Viper nicht richtig.
aus dem Weg! Tja, das ist der Vorteil an dem krassen Speedbreaker, den ich hier verbaut habe. Damit können wir unser Track leichter machen. Wunderbar, dann kommen wir zum Sprintrennen. Ich hoffe, wir können die letzten drei Rennen aber auch noch fahren. Kann halt jederzeit abstürzen. Ob wir die letzte Verfolgungsjagd machen können, weiß ich nicht, weil ich das schon mal abgeschlossen habe. Ich kann das Event halt, ich kann alle Blacklist-Fahrer so oft fahren, wie ich will, durch die Extra-Options-Mod. Ciao. Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das auswirkt, weil das Spiel denkt halt, wir sind schon längst durch und jetzt fahre ich wieder gegen Razer. Und naja, mal gucken, was passiert. Wenn nicht, machen wir diese Cop-Challenge nochmal extra. Oder ich glaube, ich mache die so oder so nochmal extra in einem extra Video dann. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Auto wünscht ihr euch denn dafür. Ich erkläre euch das nochmal genau. Wir machen einfach eine Verfolgungsjagd mit den Einstellungen, wo halt viel mehr Cops spawnen. Nicht auf Maximum, ne, so komplett Brain AFK, wo dann 200 Cops hinter mir sind. Das ist zwar lustig, können wir auch irgendwo nochmal ein Video drüber machen, aber das Risiko, dass das Spiel abstürzt, ist da halt natürlich wesentlich höher. Ich habe im Moment so eingestellt, dass an die 50 Kopffahrzeuge mich gleichzeitig verfolgen können und auch immer wieder spawnen. Und ja, es ist ein bisschen so wie die letzte Verfolgungsjagd, da konnte man die Cops ja auch nicht abhängen. In der Theorie können wir sie aber abhängen, allerdings ist das sehr schwer, weil halt so viele Fahrzeuge da und hinter uns her sind. Also ist das dementsprechend halt eine dicke Challenge, oder könnt ihr euch gerne mal ein Auto aussuchen. Sollen wir ein Blacklist-Auto nehmen oder soll ich ein extra Auto tunen, wie ein Porsche Carrera oder Lamborghini Murcielago, whatever, was auch immer ihr wollt. Es gibt natürlich auch gemoddete Fahrzeuge, ist jetzt natürlich schwierig, wie soll ich euch das zeigen, ne? Ich kann ja mal im Schnelldurchlauf nachher durchgehen, falls da noch Zeit für ist, also wenn ihr da eine genauere Autoauswahl sehen wollt, weil hier sind halt auch gemoddete Autos drin, bleibt dran. Ich versuche es dann nachher nochmal zu zeigen. Ich werde dann wahrscheinlich einfach einmal schnell durchspulen, damit ihr die Autos alle seht. Und Razer kommt nicht so gut hinterher. Wundert mich nicht bei dem Verkehr. Du solltest rein. Bitte nicht abstürzen gehen, weil hier in dem Bereich... Au, ich habe gerade einen Geist gerammt. Phasmophobia-Vibes hier. Ja, hier, das ist ja die Küste, ne, die Küstengegend. Stürzt das Spiel gerne mal ab, auch in der Base-Version hat das hier und da mal gerne einen Absturz gefeiert hier. Ich weiß nicht warum, aber ja. Immer so in. Oh, oh shit. Da hinten in die Richtung, da war ich immer am Abkacken. Oh, hallo Razer. Hat sich gerade so angehört, als hätte der irgendwie so einen V12-Motor, der BMW, aber kann ja nicht sein. Das wäre ja ein bisschen zu wild, ne? Boah, Alter. Der Verkehr ist einfach zu hart, ne? Boah, imagine, stellt euch mal Need for Speed Unbound vor mit so viel Verkehr. Alter, einfach eine durchgehende Animationsfilm wäre das. Ey, hier, Unfall, da, Unfall. Oh, ist so belastend, ne? Das feiere ich so hier. Guck da, boom. Ah, aua, tut weh, aber fährst halt jetzt weiter. Bei Unbound hättest du jetzt erstmal noch die Crash-Animation gehabt und so. Ah, Gott. Feuerwehr! Was ist das da in der Ebene? Oh, fängt an zu regnen. Oh mein Gott. Oh, die Abkürzung hier. Da gibt es keinen Liebesfilm. Oh! Alter, Alter, Alter. Oh mein Gott, ein Unfall. Ah! Razer ist immer noch hinter uns. Also, trotz des ganzen Verkehrs holt er immer wieder auf. Hier ist halt extreme Rubberband aktiviert. Aber er crasht halt immer wieder, weil er ist ja schon sehr viel Verkehr, ne? Muss man ja sagen. Aber auch irgendwo realistisch. Rush Hour hier oder was? Ja, ich ramme hier manchmal unsichtbare... Was bist du denn? Hast du bei GTA studiert oder was? Das ist auch alles voll. Hier ist immer ganz lustig, die Ecke, ey. Hier verstopft das immer total. Aber das geht gerade. Hui!
Ich brauche ein bisschen Holz. Können Sie mir etwas liefern? Ich möchte ein Haus in Minecraft bauen. So, jetzt kommt der Rundkurs. Bis jetzt sieht es ja gut aus, aber ich glaube, das letzte Rennen. Ich hab's irgendwie im Urin, beim letzten Rennen wird es vielleicht abstürzen. Aber bis jetzt kommen wir ganz gut durch hier mit der Viper. Yeah, so. Direkt alles voller Trucks. Ja, wir können ja mal über das Remake reden. Da gibt es da natürlich noch gar keine Infos zu. Hin und wieder sehe ich mal Kommentare, wo die Leute schreiben, ich hoffe, der Remake wird gut und so weiter. Da denke ich mir immer, oh, bitte macht ihr doch nicht zu viel Hoffnung. Ich habe es eigentlich immer relativ ausführlich beschrieben in meinen Videos darüber. Es ist halt nicht sicher. Klar, man darf darüber spekulieren, weil dieser Leak da war. Man fragt sich halt, wie kommt die Dame darauf, sowas zu schreiben? Das muss ja irgendwie einen Grund haben. Ein Ding, was sein könnte, was ich der aber nicht zutraue eigentlich, wäre, dass sie einfach nur Aufmerksamkeit für ihren Account generieren wollte oder so. Um ihre Person allgemein. Ne, und da ist klar, da bietet sich Most Wanted eigentlich ganz gut. Aber ich weiß nicht, das wäre ja schon so ein ekliger Move, als, ne, naja, das kennt man höchstens von, ich sag lieber nichts dazu, sonst... Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen, ne? Ja, Most Wanted, ey. Ich würde mich echt freuen. Ich meine, stellt euch das hier mal vor, heutzutage mit Online-Modus und so weiter. Ich würde es feiern. Man darf es halt nicht verkacken. Die Steuerung müsste wieder so sein wie hier. Also ich finde die echt geil, wirklich. Ist eine der besten Steuerungen überhaupt. Man hat sehr viel Kontrolle über das Auto. Es macht keine hastigen Bewegungen. Einfach wunderbar. Man sollte halt so viel es geht vom Original hier übernehmen bei einem Remake. Oder vielleicht ist das auch ein Remaster, dann haben wir das ja quasi original. Aber ich weiß nicht. Remaster wird mir auch schon reichen. Einfach so, ne, quasi, es gab ja dieses abwärtskompatible Programm, ne, bei PlayStation und Xbox. Einfach nur die Grafik ein bisschen vielleicht aufhübschen und so. Wird mir auch schon reichen. Online-Modus zurückbringen, ja. Würde mir reichen, glücklich. Ja, glücklich wäre ich trotzdem, aber ein Remake wäre halt schon geil. Allein wegen dem Online-Modus, ne. Ich würde es halt feiern, wenn du jetzt hier zum Beispiel einfach ja, im Multiplayer die freie Fahrt machen könntest, so wie du es aber auch gewohnt bist von damals, ne? Wenn du alleine spielst. Ich finde, da soll es einfach keine Einschränkung geben. Sprich, wenn du jetzt in der freien Fahrt bist, ist alles wie auch, ne, vorher. Auch die Polizeijagden. Und ja, das machst du dann halt mit anderen Spielern zusammen, ne? Mit Kollegen oder irgendwelchen Randoms. Und das ist ein Feature, auf das ich nicht verzichten wollen würde. Einfach diese intensiven Polizeiverfolgungsjagden, aber halt auch mit Freunden. Weil oft ist das ja so, dass solche Features dann stark eingegrenzt werden aus irgendwelchen technischen Gründen. Und das wäre dann wiederum nicht so geil. Genauso das gleiche, ich weiß nicht, zum Beispiel Tag-Nacht-Wechsel ist klar, hier gab es das ja damals nicht, hier war immer hell. Da würde ich zum Beispiel feiern, wenn das so wäre wie in Need for Speed Heat. Dass wenn da irgendeiner ein Rennen fährt, dass man den trotzdem, wenn man selbst in der freien Fahrt ist, sehen kann auf der Map. Und auch seine KI-Gegner und so, dass er einfach, das wirkt einfach lebendiger, ne? Aber ich denke mal, da werde ich nochmal ein Video zu machen. Weil ich fand das einfach eigentlich, wenn ich dran zurückdenke in Heat, so ein geiles Feature. Ne, wie gesagt, nachts konnten Spieler Rennen fahren, wie sie wollten und du konntest die bei ihrem Rennen beobachten quasi. Also wenn du gerade in der Stadt gechillt hast, eine Tanke und ihre, oh, aua, die ihre Rennroute ging zufällig bei dir vorbei, dann hast du halt gesehen, wie die ihr Rennen fahren. Dann sind die Spieler an dir vorbeigeballert, die Bots und die Polizei, die gejagt hat. Und das hat die Spielwelt lebendiger wirken lassen. Was ich jetzt noch gefeiert hätte, wäre wie in Underground 2 zum Beispiel, dass da auch ein paar KI-Gegner rumfahren. Vielleicht mit Namen aus der Story, ne, dass man auch so eine kleine minimale Bindung zu denen hat, ne, und weiß, oh jo, mit dem oder gegen den bin ich auch in der Story gefahren und so, ne, die man dann zu Outrun-Rennen herausfordern kann und so weiter. Das wird dann die Spielwelt nochmal lebendiger machen und personalisierter halt, wenn man die Figuren, die da rumfahren, auch kennt ungefähr, ne, und auch die Autos identifizieren kann wieder. So, ey, den habe ich ja eine Karriere gesehen und bla bla bla. Ja, das sind so Sachen alle, ne.
ich sag euch, das wäre einfach so geil. Ich wünschte, ich könnte mich einfach bei EA bewerben als, keine Ahnung, hier, ja, welche Position könnte ich da annehmen? Creative Director oder was? Content Director? Wäre ich sofort am Start. Sprachbarriere? Ja, lässt sich schon managen, so schlecht ist mein Englisch nicht. Ist es nicht perfekt, aber, ne, ihr kennt's ja, not the yellow from the... Oh mein Gott, ey! Ja, Razer holt gar nicht auf. Ich würde es einfach... Ah! Ta! So knapp. Ich würde es einfach mega abfeiern, so, ne? Ich meine, stellt euch einfach Most Wanted vor, so wie es jetzt hier ist, so wie wir es spielen. Vielleicht mit ein bisschen weniger Verkehr. Und das einfach modern, neue Grafik und so weiter. Mit einem Online-Feature wie in Heat, dass man da, ne, schön in der Lobby rumballern kann. Verfolgungsjagd mit Freunden haben kann. Dass man die Spieler sieht, die ihre Rennen fahren und so weiter. Das wäre einfach so geil. So eine richtig lebendig wirkende Welt und alles. Also Need for Speed hat einfach Potenzial, wenn die es auskosten würden oder ausnutzen würden, richtig und auch vernünftig einfach mal machen würden, so ein Spiel. Die würden so Spiele wie Forza Horizon oder so Crew locker in die Tasche stecken. Aber ganz locker. Es bedarf einfach nur ein bisschen Arbeit und die Liebe zum Detail, aber ja. Ich glaube, bei EA sind einfach manche Leute auf Position, wo sie was zu sagen haben, die einfach nicht da sein sollten, weil ja, ich kann es mir nicht anders erklären. Hätte EA in Sachen Need for Speed ein gutes Management, dann hätten wir schon lange ein vernünftiges Need for Speed wieder gehabt, aber lol. Der Krankenwagen hat total Pizzataxi abgeschleppt. Ja. Jetzt haben wir das auch geschafft. Letztes Rennen, Leute. Ich bin excited, Alter. Es ist noch nicht abgestürzt, aber irgendwie rechne ich mit einem Absturz bei dem Rennen. Spätestens Ende des Rennens. Wenn nicht, haben wir gleich die wildeste Verfolgungsjagd der Welt, aber die mache ich dann wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung, mache ich die? Ja, klar mache ich die, aber... Trotzdem könnt ihr euch noch ein Auto für die Challenge dann aussuchen. Weil die Verfolgungsjagd da, die ist ja garantiert, dass wir die Cops abhängen, weil man da einfach über die Brücke jumpen muss. Mann, und bei dem ganzen Geblubber ist das fast schon Nebensache geworden hier mit dem Verkehr, ne? Kennt ihr das, wenn ihr euch irgendwie aufs Spiel konzentriert, aber gleichzeitig am Reden seid und komplett abwesend seid oder so, aber und das so automatisiert wird? Kennt man, ne? Dann haut man irgendwie die besten Leistungen raus. War auch damals in meiner Call of Duty-Zeit so. Wenn wir uns richtig geil unterhalten haben in einer Party, so, ne, beim Chatten. Alter, da haben wir die Runden weggerockt, ne, dass wir Hassnachrichten bekommen haben, wir würden cheaten oder so. Wir haben einfach alles zerstört. Und wenn wir uns aufs Spiel dann doch konzentriert haben, dann haben wir wieder verkackt. So lost irgendwie, ne. Ich sag euch, Unterbewusstsein ist einfach der Pro-Gamer, den jeder von uns in sich hat. Was labert der da? Ist der besoffen oder was? Locker ist das irgendwem schon mal aufgefallen, oder? Das ist auch ein Motorsport oder so. Du fährst einfach die besten Rundzeiten, wenn du so automatisiert fährst. Alter, was ist denn hier los? Ist hier Weihnachtsmarkt oder was? Alter. Oh, hier wird's gefährlich. Hier fahren wir ein bisschen geschnörkelt. Aber das spielt Zeit, viel Verkehr in den Renderzonen zu spawnen. Aber ne, es geht eigentlich. Ja, Razer hat gar keine Chance bei dem Verkehr hier. Oh, das ist eine. Aber es gibt auch so. Ich hab ja. Da ist der Absturz. Ich hab's ja irgendwie gewusst. Ja. Gut, dann haben wir es nicht geschafft. Jetzt nochmal alle Rennen zu fahren, das wird das Video zu lang machen. Deswegen zeige ich euch jetzt für die Polizei-Challenge mal einmal die Autoliste. Oder schreibt einfach in die Kommentare, was ihr euch an Fahrzeugen wünscht. Oder welches Fahrzeug eher gesagt für diese Challenge. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen, die Autos, die Polizei abzuhängen, meine ich. Huch. Ja, ich habe hier so ein paar getunte Kübel. So, wir haben einmal Civic SE, Corolla GTS,
Punto, Kobalt SS, Pfeil, verpiss dich. Entschuldigung. IS-300, Golf GTI 5 hier, ne? RSX, Delta, halt die Fresse, MX-5, Mazda Speed 3, was ist das denn? Puma, ach, Ford Puma, Integra Type R, Alfa Romeo heißt einfach nur, ist der Brera, Alfa Romeo Brera, glaube ich, kennt man aus Carbon, 240 SX, Audi TT, Quattro, 20V Turbo, Fiat, Firebird Trans M, ganz komische Ding, Celica GT4, Golf R32, A3 Quattro, Camaro Ish, Silvia, Speedster, A4 Quattro, Solstice, GXP, hässlich, Supra, MR2, M3 E30, Eclipse, Clio V6, S2000, ein Evolution 7, ne 6, wie komme ich auf 7? Boxster S, der Frauen-Porsche, Europa S, RX8, Roadrunner, Challenger, oh Gott, wir haben noch viele Autos vor uns, 350Z, ein CTS, G35, Evolution 8, noch ein Eclipse, Big Loser Eclipse, ein SL500, 300C SRT8, Mustang Götte, M3 E46, der normale, nicht der GTR, Cayman S, Leute, Cayman S, GTO, dann den Evolution 10, Skyline R32 GTR, Charger RT, Chevelle SS, Monaro VXR, Z4 haben wir auch, RX7, VRX STI Impreza, Jaguar XK, oh, Lexus ISF haben wir auch hier, Focus RS, Elise, NSX, Hemi Cuda, Zielkauf 500, 5 Euro weg, Charger SRT8, GT500, Ferrari 360 Moderna, schick, schick, Skyline R33 GTR, Porsche 911 Turbo, M3 E92, R34 GTR, wundervoll. Dann haben wir noch einen Ferrari 512 Testarossa, SL65 AMG. Sorry, dass ich immer das so betone. Ich muss immer an 187 denken gerade. Warum auch immer, keine Ahnung. Ein Camaro. Ein SRT8. Challenge. Hemi, Alter. Wo? Nummer 911 Turbo S. Dann Nissan GTR. Ein Continental SS. Und nochmal Ferrari 430 Scuderia. Dann Carrera S. S. Martin DB9. Audi Le Mans Quattro. Das war der Prototyp, den auch in Carbon der Darius gefahren hat. Dann Gallardo. Auch so ein Auto, was ich mir wieder wünsche in Forza Horizon und so allgemein in modernen Spielen. Ich weiß nicht, was mit dem Auto hier passiert. Es gibt Lamborghini die Lizenz nicht mehr raus. Sind die irgendwie nicht stolz auf ihr Auto oder was? Was soll das? Was ist da los? Corvette C6. Sexy Diablo. M3 GTR Straßenversion. Nur eine Handvoll von gebaut. Dann haben wir noch ein GT3. Nochmal ein GT500. Viper SRT10 haben wir ja gerade gefahren. Dann 911 GT3 RS. Dann den schönen Murcielago. Ferrari F40. 911 GT2. Ford GT. Lamborghini Murcielago LP640. Den habe ich mal gesehen, als ich in Essen war, im Kino, im Ruhrgebiet. Essen kennt vielleicht der ein oder andere. Da war ich mal irgendwann vor 20, keine Ahnung, 10 Jahren oder so.
im Kino, Cinemax oder wie das da heißt. Boah, da ist so ein Ding da vorbeigefahren, ne? Alter, muss ich erstmal abends die Unterhose wechseln. Carrera GT. Lexus LFA. Dann erstmal die 177 hier. Das ist der, glaube ich, Endgegnerwagen von The Run gewesen. Ein Ferrari F50. Dann der legendäre SLR McLaren. Dann haben wir noch einen Bugatti Veyron. Ein Koenigsegg CCX. Ein Zonda F von Pagani. Dann noch ein CLK GTR. Jetzt wird's richtig wild hier. Dann ein MC12. Also richtig üble Autos gerade. McLaren F1. Corvette C6R. Dann haben wir hier noch ein... Das ist ein Enzo Ferrari, jawohl. Und zu guter Letzt natürlich der M3 GTR. Aber den werden wir wohl nicht nehmen. Der wäre ja irgendwie total Standard, oder? Also nichts Wildes eigentlich. Natürlich ein legendäres Auto, aber wäre jetzt irgendwie nichts Besonderes, den zu nehmen, oder? Ja. Und da zwischen den Autos könnt ihr dann gerne mal auswählen. Schreibt dann einfach in die Kommentare euer Wunschfahrzeug. Und dann suche ich mir einen davon aus. Oder ich nehme den, der die meisten Likes hat. Also falls ihr da irgendwie in den Kommentaren schon ein Auto seht, was ihr auch gerne sehen wollt, dann gebt dem Kommentar ein Like. Und dann würde ich sagen, versuchen wir dann unser Glück in einer Challenge mit extrem vieler Polizei. Beziehungsweise extrem schnell respawnender Polizei. Dann war es das für dieses Video, Leute. Ich bedanke mich, wenn ihr komplett zugeschaut habt. Support Torino ist am Start damit. Ne? Watchtime immer ganz wichtig. Ich danke jedem dafür, der immer hier ein Like da lässt, aus Prinzip schon und so weiter. Ne? Und wo wir schon bei dem Thema sind, lasst gerne ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das nicht getan habt. Und ja, ich bin raus. Schade, dass es nicht geklappt hat. Ne? Mit dem letzten Rennen und so weiter. Ist leider abgestürzt, aber was willst du machen? Habe ich ja fast mit gerechnet. Also dann, vielen Dank und auf Wiedersehen.